Morgen. Schönen guten Morgen. Es regnet und ich habe geschaut und es ist einfach jetzt 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 100% Regen. Also war voll nett, wir dürfen verstehen. Ja, er hat sogar ein bisschen Deutsch gesprochen. Er hat gemeint, wir können sogar hier über den Zaun gehen und spazieren dort hinten. Okay. Aber nur nicht mit dem Auto. Ah ja. Also das ist kein Problem, alles gut. Er war wirklich sogar aktiv freundlich und hat gemeint, das passt alles. Also, super. Das war echt schön. Der Leimann fliegt. Das zweite Mal ganz okay. Mittagessen. Das Essen ist so toll. Aber lassen wir uns vom ersten Eindruck nicht täuschen. Ja. Aber wir haben echt viele Sessel ausprobiert und sind dann zum Schluss gekommen, dass wir den wollen. Ja, das bewahrheitet sich wieder die Ansicht, dass eigentlich jedes Wetter, egal welche Temperatur, ohne Wind unglaublich angenehm ist. Jetzt gehen wir da hinten spazieren, wo eben der Typ in dem Buchanker gesagt hat, nicht fahren, aber gehen können wir schon. Und dann dachte ich so, hä, das ist ja zu mit einem Schloss. Und auf der Seite gibt es ein kleines Treppchen, wo man rübergehen kann. Ist echt dafür gemacht. Wir waren jetzt 1,5 Stunden unterwegs und werden jetzt die Abwasch machen mit unserem neuen Warmwassersystem. Tada! Frisches, warmes Wasser. Und es geht dann noch stärker. Siehst du, wie es dampft? Ja. Mit warmem Wasser geht es einfach 1000-mal besser als mit kaltem Wasser. 3 Minuten, weitere ja, ne? Leiche nach 3 Minuten. Warte, ich sitze weich, mein Rücken ist etwas geneigt. Und die Karin wird sich jetzt da oben hinlegen, da kommt die Heizung runter, da trocknet die Heizung unsere Hosen. Das ist irgendwie halt so das erste Mal, wo wir das jetzt ausprobieren, wie das so ist, wenn man halt eben drinnen sitzt. Obwohl es draußen eben gar nicht so grausig ist, aber zum Arbeiten ist es halt angenehm, wenn man sich wirklich angenehm anlehnen kann. Trotzdem, man hat voll schöne Aussicht und alles ist noch heller, so wie früher. Und jetzt gehen wir schlafen, wieder im Dachzelt. Und jetzt sind die Wolken weg und deswegen ist es kühler. Ja, ist ein bisschen kühler. Ja. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Dieser Topf ist nicht der beste zum Ausgießen, aber wir schaffen es immer wieder. Dann bist du so spießig geworden, Karin. Normalerweise würdest du es einfach so hineinlegen. Ja, das stimmt. Aber es ist erstens war sehr viel Dreck drauf, also so Gatsch. Und bevor ich mich jetzt langweile und auf den Dani warte, der noch sein Porridge isst, kann ich ja einfach auch alles abbürsten. Wir haben jetzt am Dach so ein bisschen Riffelblech, damit man, wenn man eben das Dach zusammenklappt, nicht immer zwischen die Streben fällt. Da haben wir so 2 Zurösen montiert. Und jetzt können wir zum Beispiel den Müll, den wir demnächst entsorgen wollen, einfach am Dach haben und müssen nicht immer mühsam beim Beifahrerfußraum hinquetschen. Ich glaube, die meinen das ernst mit nicht höher als 4,1 Meter. Weil wir vorgestern gemeint haben, dass die Nebenstraßen recht schlecht benannt sind. Dafür muss man sagen, sind die Autobahnen oder Autostraßen, wie das hier ist, sehr, sehr gut ausgebaut. Gleich fahren wir über die Donau drüber. Und die Donau fließt ja, da ist Wien
dann so an der Grenze entlang und dann durch Budapest von oben nach unten. Jetzt queren wir sie das erste Mal. Wow. Voll groß, schau mal. Ja. Wow. Als wir in Rumänien waren, sind wir auch über die Donau gefahren und da war sie voll klein. Oder es war viel später erst, doch. Nein. Ich habe mir das Video letztens wieder angeschaut, weil da waren die Straßenbahnwaggons aus Wien. Ja, ich weiß. Nein, da waren wir am Ufer und sie war voll breit. Nein, eben nicht. Jetzt haben wir mal einen kurzen Abstich gemacht zur Donau. Ja. Die ist nicht viel breiter als in Wien. Also ich hätte es irgendwie breiter erwartet. Weißt du nicht, wie tief er ist? Fahrradfahrer mit ganz viel Gepäck und Dings. Vielleicht eine Donauradtour. Ja, urschön. Die Karin befürwortet es nicht, dass wir bei Lidl sind. Ich finde, wenn man in einem Land ist, sollte man halt eher in einen lokalen Supermarkt gehen und nicht immer in die deutschen Supermärkte. Ja, wenn man Lust hat zu schlendern oder so, oder Lust auf eine Experience, aber manchmal hat man einfach keine Lust. Weißt du, ich gehe zu Lidl rein, ich weiß, es gibt eine gute Auswahl an Produkten, ich finde mich ungefähr zurecht und ich weiß, ich muss nicht allzu viele Sprachbarrieren überwinden. Wir haben gerade zwei Radfahrerinnen getroffen aus Deutschland, die schon seit vor Ostern unterwegs sind und die ganze Donau entlang radeln und dann vielleicht noch bis Georgien. Jetzt haben sie bei uns noch ihre Wasserflaschen aufgefüllt und wir hatten ein ganz nettes Gespräch. Ich finde es einfach so verrückt, wenn man dann noch mal wirklich mal vor Augen geführt wird, was für einen unglaublichen Luxus man eigentlich hat. Und wir haben ja auch mal so angefangen, aber halt das wirklich so noch zu sehen und so, das ist schon cool. Und echt Respekt, Respekt. Mhm. Vor allem so lange das schon durchziehen, das ja, ist echt cool. Bei diesem Regenwetter. 1000, wie viel? Nee, so 1400 vielleicht. Aha, ja. Gut. Hast du dir schon Platten? Nee, noch nicht, aber eine Freundin von uns. Weil die ist von Wien bis Budapest mitgefahren. Die hat schon am ersten Tag Platten. Die hat auch kein Rad. Ja, das war nicht so gut. Ja, genau. Dann alles gut. Ja, euch auch. Und viel Sonne. Ja, danke. Donau ist schon faszinierend. Schon, ja. Vor allem ist es halt das Wasser, was auch schon in Wien war. Ja, es fühlt sich sehr heimisch an. Ja. Wir mussten da kurz stehen bleiben, weil das so ein schönes Feld ist. Das ist unglaublich. Und ich finde das auch so krass, diese Mohnblumen, die so stark rot sind. Also, dass das die Natur kann, das ist so faszinierend. Wir sind jetzt in Szeged und wir kennen das Szegediner Gulasch. Und haben uns gedacht, dass würde uns jetzt ganz gut passen. Es ist 2 am Nachmittag und wir gehen jetzt essen. Boah, schau mal, das ist schon schön. Ja, ist sehr schön gemacht. Das war das beste Gulasch, das wir je gegessen haben. Aber das Szeged-Gulasch ist nicht nach der Stadt Szeged benannt, sondern nach dem Schriftsteller Herr Szeged. Ein großer Fehler. Eigentlich ist sie hier für ihre Fischsuppe bekannt. Ja. Aber wir haben das Gulasch bestellt, das war unglaublich gut. Ja, das war wirklich gut. Boah. Wir sind so viele Fahrradfahrer. Ich meine, es ist 16 Uhr, aber voll cool. Wir sind jetzt an der Grenze Ungarn-Rumänien, eigentlich eine Inner-EU-Grenze. Sollte kein Problem sein. Ich finde, die Landschaft hat sich gerade hinter der Grenze so geweitet, zieht so viel weiter und es ist auch weniger bebaut gefühlt. Und es ist sehr interessant. Du hast ins Auge gefasst für den Schlafplatz. Einmal hier hinein. Zwei Pferde. Das sind zwei Pferde. Lustig. Schauen wir mal, ob man es von dem Hof aus dort sehen kann. Ja. Ja, da vorne ist ein Fluss und das wäre recht schön. Schauen wir mal.
Eigentlich sehr gerade, ja. Ja? Ja. Dann glaube ich, passt. Es kommt ein Licht von da hinten. Bin gespannt, was das ist. Eine Schafherde da rechts hinten. Und der kleine Nissan Micra fährt einfach dieselbe Strecke, die wir hergefahren sind. Das ist ja immer so typisch. Er ist kurz stehen geblieben, hat gefragt, ob wir hier fischen wollen oder einfach nur an der Luft sein wollen, wie ich es verstanden habe. Okay. Und dann hat er gemeint, alles in Ordnung. Cool. Und dann hat diese Schafherde da, die habe ich vorher gar nicht entdeckt. Ja, ja, ja. Und wir haben ihm eine Packung Mandelschnitten geschenkt. Der Hund bellt gar nicht. Das ist ein toller Hund. Das ist ein Hund. Das ist urlaut. Es regnet schon wieder. Wir haben das Dachzelt noch schnell aufgebaut. Ja, jetzt machen wir uns eine Suppe. Aber es geht kein Wind, es regnet einfach nur dahin. Ja, es ist voll okay. Ja. Aber ich freue mich trotzdem schon auf besseres mit. Ja, vor allem, wir haben jetzt wirklich schon seit Anfang der Reise keinen Sonnenschein gesehen. Ja. Das passiert, wenn man den Kocher rausstellt, aber nicht schaut, ob der Sessel auch gut steht. Das ist Grießnackelsuppe und der Topf ist wirklich von da oben, ich habe ihn nicht angegriffen, er ist von da oben einfach da runter gerutscht. Ja. Ein bisschen Grießnackelsuppe gibt es noch, Karin. Nicht mehr sehr viel. Ja, ist okay. Jetzt in der Dämmerung sieht man ganz viele Fledermäuse herumfliegen. Und das war wohl auch, was wir vorhin in dem kleinen Loch gehört haben. Weil die machen ja so Geräusche. Und immer noch hören, es wird gefühlt immer lauter. Ja, und die sind jetzt richtig aktiv und das ist voll cool, die da so fliegen zu sehen. Die trinken jetzt einfach Tee und schauen auf das Auto, auf den Fluss, auf die Fledermäuse. Mm. Das ist schon echt schön. Das ist ganz schön, ja. Wir haben gerade Zähne geputzt und werden schlafen gehen. Morgen werden wir ein bisschen Offroad fahren. Also wir werden schauen, wie die Wege sind, weil wir halt alleine sind, also nur ein Auto und es hat ziemlich viel geregnet, das heißt, es wird sehr gatschig sein. Mir tun die Radfahrerinnen so leid, weil sie haben keine Heizung. Ja, das stimmt. Aber sie sind schon abgehärtet. Ja, die waren echt cool drauf. Ja, sowas machen wir auch mal. Jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht.